Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute mal wieder ein Buch vorstellen. Und zwar soll es heute gehen um Almost von Anne Elliot aus dem DTV Verlag. Ja, dieses Buch ist eine Liebesgeschichte, aber auch irgendwie mehr als das. Hier geht es um Jess, die vor 3 Jahren etwas ganz Schreckliches erlebt hat, woraufhin ja, ihr Leben komplett zusammengefallen ist und sie sich sehr verändert hat und mit Problemen zu kämpfen hat. Doch sie will endlich zur Normalität zurückkehren und versucht halt, ihre Eltern davon zu überzeugen, dass sie ganz normal aufs College gehen darf, wie alle anderen auch. Doch dazu muss sie ihren Eltern eben beweisen, dass sie sozusagen wieder gesund ist, dass sie wieder normal ist. Und von daher hat sie einen Plan. Sie braucht unbedingt in den Ferien einen Job und sie braucht einen Freund. Als sich dann die Gelegenheit ergibt, für sie in den Sommerferien ein bezahltes Praktikum anzunehmen, was auch noch dazu ihr absoluter Traumjob in dem Moment ist, geht sie zu dem Bewerbungsgespräch und trifft dort ausgerechnet auf ihren Mitschüler Gray Porter. Dieser hat sich auch um den Job beworben und die beiden müssen jetzt miteinander konkurrieren. In ihrer Verzweiflung schlägt Jess Gray dann einen Deal vor. Die beiden teilen sich den Job, er bekommt das ganze Geld und spielt dafür den ganzen Sommer lang ihren Freund. Was Jess allerdings nicht weiß, ist, dass Gray in dieser Nacht, wo die für sie alles verändert hat, eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat und noch dazu schon seit der 9. Klasse in sie verliebt ist. Ja, ich war sehr neugierig auf dieses Buch. Ich fand einfach, dass es einen sehr interessanten Ausgangspunkt hatte. Einfach wegen dieser Sache mit dem, ja, sie möchte einen Job, sie möchte einen Freund und dann trifft sie da so einen Typen und regelt das mit ihm einfach mal vertraglich, dass die beiden jetzt zusammen sind, beziehungsweise dass sie das vorspielen und daraus entwickelt sich dann irgendwas. Ich fand das einfach sehr faszinierend und war halt sehr neugierig darauf, wie das Ganze abläuft und dachte mir so, ja, das kann ja eigentlich nur in irgendeinem Drama enden und irgendwie dramatisch werden. Der Einstieg in das Buch fiel mir direkt sehr, sehr leicht. Es startet direkt mit diesem Vorstellungsgespräch. Man kann sich total schnell in diese Geschichte fallen lassen, was auch einfach daran liegt, dass dieses Buch einen sehr angenehmen und lockeren Schreibstil hat. Erzählt wird das Ganze abwechselnd aus der Perspektive von Jess und Gray, auch wirklich sehr regelmäßig abwechselnd. Eigentlich gibt es immer ein Kapitel so, ein Kapitel so. Zum Ende hin wechselt sich das dann so ein bisschen unregelmäßiger ab, was aber einfach der Handlung geschuldet ist. Da ist dann die eine Perspektive mal länger interessanter als die andere, aber davon abgesehen gab es sehr angenehme, regelmäßige Wechsel. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass man gleich am Anfang Einblicke da reinbekommt, was Jess vor diesen 3 Jahren passiert ist. Es fällt nicht so mit der Tür ins Haus, sodass man es direkt hingeklatscht kriegt, aber es kommen halt direkt am Anfang Hinweise und man merkt dann sehr früh, was da passiert ist und das bestätigt sich auch sehr schnell, sodass man da eigentlich sofort im Bilde ist, was Jess passiert ist und sie halt auch einfach gut verstehen kann, weil sie halt Macken und Probleme hat, die einem sonst eher unbegreiflich wären. Noch dazu finde ich es sehr, mittlerweile ist es so gewohnt, dass man halt ein Buch liest, wo der Protagonistin was Schlimmes passiert ist, eben auch aus diesem Genre und man rätselt die ganze Zeit, was es sein könnte, weil es erst ganz am Ende herauskommt, wenn sie dem Typen erzählt. Und das nervt mich mittlerweile, weil meistens kann man es sich entweder eh schon denken oder es ist so, dass es letztendlich gar nicht so schlimm war, wie man die ganze Zeit dachte und sich dann so denkt, okay, das war's jetzt. Und deswegen fand ich es sehr gut, dass das in diesem Buch mal so war, dass man halt von Anfang an weiß, was ihr passiert ist und warum sie so ist, wie sie ist, weil man sich dann auch einfach viel besser in sie hineinversetzen kann. Gray, seine Rolle in dieser Nacht dagegen, wird stückchenweise aufgeschlüsselt. Man kann es sich so ein bisschen denken, so nach und nach aber auch erst. Aber was wirklich seine Rolle war, das kommt halt dann doch erst so komplett am Ende raus. Das fand ich gut, das ist halt diesmal einfach umgekehrt. Und das hat die Geschichte eigentlich auch schon interessanter gemacht, dadurch, dass man auch Grays Perspektive beim Lesen hat. Ja, spürt man halt auch seine innere Zerrissenheit, weil er genau weiß, wer Jess ist und aber auch weiß, dass sie sich nicht an ihn erinnert. Und das war für mich auch recht interessant, einfach seine Gedanken zu verfolgen und seine Entwicklung zu verfolgen. Des Weiteren fand ich sehr gut, dass diese Geschichte mit einer gesunden Portion Humor erzählt wird. Also gerade diese Dialoge zwischen Jess und Gray fand ich manchmal echt zum Schreien komisch. Jess halt ist halt auch so ein Charakter, sie ist sehr, nicht zickig, aber sie ist sehr schlagfertig und weiß genau, was sie will, beziehungsweise wie sie auf die Menschen wirken will, einfach auch so, um sich selbst ein bisschen zu schützen. Und deswegen, ja,
kontert sie sehr gut und findet Gray mit seiner Flirterei halt am Anfang auch echt nicht so toll. Und ich weiß auch nicht, es gab da sehr viele interessante und lustige Dialoge, wo ich echt schmunzeln musste. Und ich finde, das macht auch sehr viel von diesem Buch aus, weshalb es mir halt einfach so gut gefallen hat. Jess macht zum Ende des Buchs oder macht insgesamt in diesem Buch eine deutliche Entwicklung durch, was ich gut fand, was ich auch glaubwürdig fand und was auch einfach sein musste. Allerdings fand ich, dass es am Ende zu schnell ging. Diese Entwicklung kommt überwiegend am Ende und da an einer Stelle so plötzlich, dass ich sie irgendwie gar nicht mitgekriegt habe. Jetzt scheint hier die Sonne so ungünstig rein. Egal. Auf jeden Fall total plötzlich, dass ich echt so das... Okay. So schnell geht das dann mal eben. Und sie ist nicht die Einzige. Also ich finde, das hätte halt echt früher anfangen und langsam aufgebaut werden sollen und nicht so am Ende so schlach, jetzt ist sie mal eben anders. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber es kommt halt doch sehr plötzlich am Ende. Und noch dazu kommt, dass es eine Situation gibt, an der mehrere Personen beteiligt sind. Und im Laufe dieser Situation machen all diese Personen einen mega Stimmungsumschwung mit, wo ich echt gar nicht mehr hinterhergekommen bin und gar nicht mehr wusste, wie mir geschieht. Ich glaube, da wollte die Autorin das praktisch ja schnell hinter sich bringen, weil sie Angst hatte, dass es vielleicht sonst zu langweilig wird. Aber ich finde, so ein bisschen langsamer hätte es schon geschehen können. Man hätte das ja auch früher einleiten können oder so. Weil das ging echt so zack und plötzlich Stimmungsumschwung und alles war anders und das ging mir echt so ein bisschen zu schnell. Dann das andere, was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass Jess zum Ende hin doch so ein bisschen nervig war. Sie hat halt diese Verhaltensweisen entwickelt, von denen ich eben schon gesprochen habe, auch um sich selbst zu schützen, aber am Ende passte das irgendwie alles nicht mehr, weil sie dann sich total anders verhalten hatte, sie hat halt das, was sie getan hat und was sie gesagt hat, passte nicht zu dem, was sie gedacht und gefühlt hat. Und das hat mich irgendwann total aufgeregt. Und sie war halt dann manchmal auch wirklich zickig, gerade gegenüber Gray. Und das hat mich so, in der zweiten Hälfte kam das echt öfters, wo ich so dachte, ey Mädchen, reiß dich mal zusammen. Das hat mich so ein bisschen gestört und genervt. Aber es war echt erst ab der zweiten Hälfte und halt auch nicht durchgehend, sondern es waren immer so kleine Momente, sodass es halt, sage ich mal, noch erträglich war. Aber ja, das hat mich so ein bisschen gestört. Das war es dann aber auch schon mit den Schwächen, weil insgesamt hat mir dieses Buch wirklich sehr gut gefallen. Und ich kann es euch echt empfehlen, wenn ihr mal wieder Lust auf eine schöne Young Adult Geschichte habt. Von mir hat das Buch 4 Sterne bekommen. Wie gesagt, bis auf diese 2 kleinen Schwächen hat es mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte es sehr gern und bin froh, dass ich es nicht ja, noch länger in meinem Regal habe stehen lassen. Ich habe das ja erst im Dezember bekommen, dieses Buch, und hatte mir gleich vorgenommen, okay, das musst du ganz schnell lesen. Und ich bin echt froh, dass ich das auch wirklich umgesetzt habe, weil es wäre sehr schade gewesen, wenn dieses Buch jetzt ewig ungelesen in meinem Regal gestanden hätte. Ja, das war es dann auch schon von mir und von diesem Buch. Wenn ihr es selbst schon gelesen habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ansonsten verlinke ich es euch natürlich unten in der Infobox und könnt ihr bei Amazon nochmal nachgucken, euch den Klappentext nochmal in Ruhe durchlesen und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen auf dieses Buch. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Und ansonsten war es das an dieser Stelle von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, viel Spaß beim Lesen und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.